Also, liebe Leute, wir müssen reden. Das ist ganz dringend, weil irgendwie scheinen viele das Prinzip dieser Volksverblödung, dieser Propaganda noch nicht verstanden zu haben. Okay? Es bezieht sich jetzt nicht nur auf Assad und Gaddafi, die man als progressive politische Führer ansehen kann, sondern es geht auch um ganz normale bürgerliche Idioten, sogar bürgerliche Idioten in einem imperialistischen Staat. Der liebe Herr Wulff, auf dem wird eingedroschen. Da wird das rumgegruscht und da wird was gesucht und da wird was rausgekramt, irgendwas. Also ganz ehrlich, Leute, wenn ich mir ein Haus leisten könnte und ich hätte einen Kumpel, der mir billiger einen Kredit geben kann als eine Bank, dann würde ich das auch machen. Ich habe da auch gar keine moralischen Bedenken, keine Zinsen an Banken zu zahlen. Okay. Also schauen wir uns doch mal an, wer will denn da den Wulff stürzen? Wer ist denn da gar nicht ganz vorne mit dabei? Konkurrent? Die SPD. Jetzt schauen wir uns doch mal an, was uns die SPD letztes Mal so vorgesetzt hat als ihren Vorschlag zum Bundespräsidenten. Das war der nette Herr Gauck, ein antikommunistischer Scharfrichter und Neokonservativer. Tja, das ist der Typ, der da die Bedrohung vor der Stasi vor uns abwendet, weil wir wissen ja, es sind alle ganz, das wichtigste Problem ist die Bekämpfung der Stasi, weil andere Probleme haben wir nicht. Wir haben keine Wirtschaftskrise oder wir haben keine Staatsverschuldung, wir haben auch nicht dauernd irgendwelche Kriege an der Arschbacke. Nein, unser Hauptproblem ist natürlich der Stalinismus. Okay, lassen wir das mal. Dieser Gauck, den haben sie uns vorgesetzt und die Linken haben ihn Gott sei Dank nicht gewählt. Okay? Ja, dann schauen wir uns mal an, wer dann wurde der Wulff mit schwarz-gelben Stimmen Bundespräsident. Was hat er gemacht? Eigentlich hat er nicht stattgefunden. Der ist also nicht im Weg umgegangen, der war schön in seiner Ecke und hat nicht gestört. Okay, dann kommt er auf die Idee zu sagen, der Islam gehört zu Deutschland. Eigentlich eine ganz bürgerlich-demokratische Normalität, außer in Deutschland. Da sind seine eigenen Leute dann über ihn hergefallen. Also, wer will ihn stürzen? Natürlich erstmal die SPD. Das ist die SPD, die einen Sarrazin nicht ausgeschlossen hat. Diese SPD hat den Sarrazin nicht ausgeschlossen. Okay? Das heißt, die bekennt sich voll und ganz zu Sarrazin. Oder wie ich immer sage, Saranazi. Okay, diese SPD mit ihrem islamophoben Arschloch will den Islam gehört zu Deutschland, Wulff, stürzen. Kein Anlass für linke Alarmglocken. Nein, nein, wichtig ist das blöde Häuschen vom Wulff. Okay? Was steht sonst noch an? Stehen noch alle möglichen Gesetze an für die Banken, die die Zustimmung des Bundespräsidenten brauchen. Und jetzt stellt euch vor, was da ein Neokonservativer wie Gauck machen würde. Richtig. Der würde das alles locker durchwinken. Der Wulff nicht. Tja, da könnt ihr jetzt meinen, der sieht zwar aus wie einer seiner Gartenzwerge, die in seinem Garten stehen, aber der würde das nicht machen. Oder jedenfalls ist man sich nicht sicher, dass er es machen würde und dass er nicht doch irgendwie auf einmal, dass ihm auffällt, oh, ich bin ja Präsident. Ja, nein. Und jetzt jubeln hier
Und ich sehe schon, wie viele Linke da mit aufgesprungen sind auf den Zug. Ich kann einen konservativen Bürgerlicher schädigen, bürgerlichen Politiker schädigen. Kaum einer hat sich die Frage gestellt, wie man damit nutzt. Können wir irgendwie erwarten, einen linken Bundespräsidenten durchzusetzen? Sind Rot-Grün oder so irgendwie wirtschafts- und finanzpolitisch irgendwie in irgendeiner kompatiblen Sphäre zu uns? Nein, es gibt keinen Grund für Bündnisse mit Rot-Grün gegen Schwarz-Gelb. Notfalls gäbe es eher noch Bündnisse mit Schwarz-Gelb, um Rot-Grün zu verhindern, denn Rot-Grün, wissen wir ja, hat den Westerwelle beseitigt mit Hilfe der Presse, weil dieser nicht aggressiv genug in den Libyen-Krieg eingreifen wollte. Ich glaube doch nicht, dass das irgendwas mit Mövenpick zu tun hat, ja? Ihr wisst ja noch, wie was die SPD an Spenden von der Finanzwirtschaft bekommen hat für die Riester-Rente. Leute, verabschiedet euch von dem Gedanken, dass SPD und Grüne irgendwie linken Positionen näher stehen als CDU und FDP. Im Gegenteil, wenn mit CDU und FDP kann die Linke noch als Arbeiterpartei mit der Bürgerpartei verhandeln. Aber mit der SPD, das ist die pure Partei des Finanzkapitals, das sozialdemokratische Konzept mit dem Ostblock untergegangen ist. Ja, auch der westliche rheinische Sozialstaatskapitalismus ist hops gegangen. Ja, der war nämlich direkt gekoppelt an die DDR, weil nur wenn durch die Systemkonkurrenz war das Kapital verpflichtet oder genötigt, die entsprechende soziale und auch wirtschaftspolitische Zugeständnisse zu machen. Okay? Also, die CDU ist klassisch gebunden an die nationale Bourgeoisie und auch ans Kleinbürgertum. Und die SPD steht nicht links von denen, die stehen schon längst rechts von denen. Und das sage ich jetzt mal als echter Linker und Kommunist. Man hätte auf Franz Josef Strauß hören sollen. Rechts von der CSU darf es keine demokratische Partei geben. Heute stehen wirtschafts- und sozialpolitisch alle Parteien rechts von der CSU. Denkt mal nach, wie die Klassenverflechtungen sind, von welchen Klassen die Parteien abhängig sind. Das reformistische Modell der Arbeiterbewegung ist gescheitert, ganz objektiv. Es war überhaupt nur möglich, weil es die revolutionäre Konzeption gab, die im Ostblock zwar nicht immer gut, aber immerhin versucht wurde. Also, die ganze Klasse steht und fällt gemeinsam. Das ist die Lehre aus der Geschichte. Der Reformismus ist immer nur möglich dadurch, dass ein Teil der Arbeiter revolutionär kämpft und für einen Umsturz und für eine sozialistische Revolution eintritt. Ohne diesen Druck haben die Reformisten überhaupt nichts. Okay, also man darf sich nicht wirre machen lassen durch irgendwelche vorübergehenden sozialen Maßnahmen, die das Kapital in dieser oder jenen Lage durchsetzt oder sich verpflichtet fühlt durchzusetzen, um seine Herrschaft garantieren zu können. Und diese einzige Partei aus der alten BRD, die noch übrig geblieben ist, das sind so Teile der CDU und Teile der CSU. Die haben zwar auch schon längst nicht mehr die Mehrheit in ihrer Partei, aber sie existieren noch. So, also wer richtig klassenmäßig die Parteien hier analysieren will, die verschiedenen Kapitalfraktionen, der muss sich auch wirklich anschauen, in wessen Interesse die handeln und von wem die unterstützt werden. Und es gibt gar keinen Grund, mit der Sara-Nazi, Hartz, Kriegs
sonst irgendwie SPD, ja, gegen CDU-Wulff zu schießen. Nicht, weil die CDU toll ist oder weil Wulff irgendwie ein progressiver Politiker wäre, sondern einfach zur Abwehr einer Verschlimmerung. Wir haben mit Wulff immerhin einen bürgerlichen Demokraten, der nicht nervt, sondern der die Schnauze hält. Und wir haben eine Sara-Nazi-SPD, die einen antikommunistischen Scharfrichter das letzte Mal zum Bundespräsidenten machen wollte. Also es wird Zeit, dass die Linken endlich aufwachen in diesem Land. Union und FDP haben nicht in die Kriegstrommel gerührt in Libyen, es waren Rot-Grün. Rot-Grün haben Afghanistan und Jugoslawien zu verantworten. Die anderen haben immer nur die Kriege übernommen und dann weitergeführt. Aber die SPD hat ja keinen Gegendruck, es findet ja kein Klassenkampf von unten statt. Die SPD könnte also gar nicht Arbeiterpartei sein und trotzdem ist sie noch so stark. Woran liegt das? Weil sie eine andere Klassenunterstützung bekommen hat. Auch eine wesentlich finanzkräftigere. Steht direkt im Einfluss des deutschen und internationalen Finanzkapitals. Und das reformistische Projekt gibt es ja bekanntlich nicht mehr. Also für irgendwas musst du ja stehen. Sonst bekommt sie doch keine 25%. Also die schlimmsten Reformen und die schlimmsten außenpolitischen Verbrechen der Bundesrepublik Deutschland gehen auf rot-grünes Konto. Es gibt keinerlei Veranlassung, irgendwie mit der SPD oder den Grünen in Kontakt zu kommen oder in Koalition zu gehen, bloß weil vielleicht die Gemeinschaftsschule dabei rausspringt. Die SPD will die Gemeinschaftsschule fürs Volk und weiterhin Elitenschulen. Die SPD will die Gemeinschaftsschule, um zu sparen. Die will nicht dann, dass da bessere Bildung rauskommt, sondern die machen Gemeinschaftsschule, um zu sparen. Also mit der SPD kann man nur verlieren. Vor allem als Linke. Nein, nein, wir sind die einzige Kraft, die irgendwie eine Art von Veränderung im positiven Sinn für die Mehrheit der Menschen hier in diesem Land will. Und dann macht es keinen Sinn, nur weil ein Angriff von der SPD auf Wulff geführt wird, diese zu unterstützen. Sie hat immer das Wesen der Dinge. Und informiert euch. Der ganze Schwachsinn, der in der bürgerlichen Presse kommt, von Bild-Zeitung bis Spiegel und Cicero. Alles Dreck. Dreck, um eure Gehirne zu vergiften, um euer Denken zu lähmen. Sagt nein zu diesen Quellen. Macht euch eure eigenen Gedanken. Geht nicht auf deren Linie ein. Und lasst euch nicht missbrauchen für irgendeinen Scheißdreck, der die Sache nur verschlimmert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.